Herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Zukunftsforschung zum Sport1-Orakel. Wir schauen schon heute für euch auf das Topspiel Schalke gegen Hertha BSC, damit ihr am Samstagabend ganz in Ruhe exklusiv Weekend gucken könnt. Ja, das trifft sich sehr gut. Das musste ich sonst immer aufnehmen. Jetzt kann ich endlich mal live dabei sein und mit dir dieses Spiel kommentieren. Jemand, der an den Wochenenden in Zukunft wieder ein bisschen mehr zu tun hat, ist Roberto Di Matteo. Das ist der neue Trainer des FC Schalke 04, ist dir vielleicht auch nicht entgangen. Und er schickt gegen die Hertha folgende Startaufstellung auf den Rasen, 4-2-3-1-System mit, das ist eine kleine Überraschung, Joel Martip als Innenverteidiger. Der ist ja eigentlich gesperrt. Ja, die gelb-rote Karte gegen Hoffenheim, aber der Kaiser war eben noch in der Kabine. Es gab einen Spontanfreispruch, er hat den Hermelin-Mantel aufgemacht, das Dekret rausgeholt vom Papst. Joel Martip muss spielen. Das kann nur der Kaiser. Hertha kann auch einiges, denn die haben vorne drin Salomon Kalou. Das ist quasi der Zauberer bei den Männern aus der Hauptstadt. Er als einzige Spitze. Und wir sind gespannt, ob das alles funktioniert. Schalke kommt über die linke Seite. Draxlers Flanke ist nicht schlecht. Meier mit dem Kopf. Den bekommt er nicht gedrückt. Der ist nur 1,73 groß. Ja, der hat nicht so richtig viel Zeit am Kopfballpendel verbracht. Warum auch? Normalerweise ist er der Mann für den Ball am Boden. Aber Schalke trotzdem sehr, sehr gut in der Anfangsphase. 23 Minuten gespielt. Der Schuss von Klaas-Jan Hütteler. Der kann das. Zielt hier knapp vorbei. Und dir gefällt die Optik von Klaas-Jan Hütteler nicht. Der sieht ein bisschen grippekrank aus. Ja, ein bisschen abgemagert. Louis van Gaal hat mal gesagt, er ist der beste Strafraumstürmer der Welt. Das waren 18 Meter gerade eben und das sind 19. Choupo-Moting! Ja, die Hertha hat Glück, dass sie nicht zurückliegt. Schalke in der ersten Halbzeit viel, viel besser aus der Drehung. Erik-Maxim Choupo-Moting hat wieder auf den linken Winkel gezielt, aber den haben die Knappen in der ersten halben Stunde, in der ersten kompletten Halbzeit, irgendwie immer verfehlt. Halbzeitpause, der Auftakt unter Roberto Di Matteo, kann man sagen, ist geglückt, oder? Machen Sie gut. Ja, Roberto Di Matteo hat übrigens schon mal gegen Hertha gespielt, damals noch als aktiver Spieler in der Champions League 2000, hat allerdings nur auf der Bank gesessen. Ali da ja zwei Tore gemacht, habe ich gehört. Das stimmt. Hertha kommt jetzt mal in den Strafraum von Schalke. Und Fred Feuerkopf zeigt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter mit der ersten Offensivaktion für die Herthaner. Erik-Maxim Choupo-Moting kann es nicht fassen. Und wir gucken mal ganz genau hin, ob der Schiedsrichter da recht hatte. Oben hält er, unten zieht er nach. Da hat er eigentlich alles dafür getan, dass er diesen Strafstoß gegen sich ausgesprochen Entschuldigung, bekommt. Entschuldigung, aber das ist richtig blöd gewesen von Erik-Maxim Choupo-Moting. Im Strafraum von außen rein zu grätschen, egal. Salomon Kalou hat gegen den VfB Stuttgart den Elfmeter geschossen und links rein. Heute macht er es oben rechts. Boah. Salomon Kalou mit dem Führungstreffer, er jubelt alleine. Ja, weil er zu schnell ist. Der Mann ist ein Weltstar, der läuft seinen Mitspielern sogar beim Jubeln weg. Ich sag dir was, wenn Salomon Kalou hinter dir in eine Drehtür geht, dann kommt der vor dir wieder raus. Salomon Kalou jubelt in einer anderen Liga. Hat unter der Woche Afrika Cup gespielt gegen den Kongo. 6000 Kilometer musste zurückfliegen nach Berlin und ist heute topfit. Und Schalke muss kommen. 55. Minute. Fehler von Hertha im Spielaufbau. Und Hütteler! Aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Strafraumstürmer. Ja. Das ist das Spiel von Schalke heute. Vorne so ein bisschen rumfummeln, aber am Ende doch nicht so richtig zum Abschluss kommen. So hast du deine komplette Pubertät verbracht. Aber das hier sind erwachsene Männer, da muss doch mehr kommen. Salomon Kalou im Strafraum schickt Joel Martip nach Hause und macht es 2-0. Es ist eine Stunde rum und Schalke liegt beim ersten Spiel von Roberto Di Matteo mit 0-2 hinten. Aber was macht Martip? Der lässt sich da austanzen, der Hüftwackler von Kalou. Und so stellt er dieses Spiel mal komplett auf den Kopf. Das war witzig und richtig stark gemacht von Salomon Kalou in diesem Moment. Und Schalke kommt, muss jetzt was machen. Es sind ja noch knapp 20 Minuten Zeit. Die Flanke von Boateng ist gut. Hütteler, Latte! Es soll einfach nicht sein, wie viele Abschlüsse der hat dieses Mal im 16er. Und die Szene ungeschnitten geht rüber auf die andere Seite. Kalou gewinnt das Kopfballduell, bekommt den Ball dann gleich wieder. Und dann ein Weltklasse-Steckpass auf der linken Seite. Da kann er noch anspielen. Nee, rechts ist noch mehr Platz. Behrendt schließt ab. 3-0. 3-0 für die Herthaner und Schalke komplett am Boden. Hertha! Um Fabian von Wachsmann zu zitieren. BSC mit dem 3-0. Für Behrens war das natürlich auch eine super Einladung. Kein Abseits, sagt der Schiedsrichter. Und was für ein Fehlpass von Kevin Prinz-Boateng.
Ja, Schalke jetzt komplett am Boden. Wieder wird Kalou geschickt. Überall Zentrum und hier mal auf dem linken Flügel. Und dann rutschen sie eben ein. Horaguchi und endlich darf der gute Ralf Fährmann mal einen Ball halten. Schalke noch 0-3 und Behrens nochmal auf links. Das war wieder zu einfach gegen Uchida. Das ist Kalou. Das sind 20 Meter und die waren ein bisschen zu weit. Der Weltstar, er kann alles. Er kann auch vorbeischießen. Ja. Facettenreich. Ganz im Gegensatz zum FC Schalke 04. Verpatzter Start unter Roberto Di Matteo. Ein 0-3 im eigenen Stadion. Einfach nicht clever genug vor dem gegnerischen Tor und schwach im eigenen Defensivverbund. Und in Berlin regiert jetzt nur noch einer. Angela Merkel? Nein, König Salomon. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Alex Schlüter wünscht euch einen wunderschönen Tag und Alex Ibenhain sagt 1, 2, 3, Oberkörper frei.